Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Sergio. Ah, da stehen wieder zwei Gestalten. Gehören die zu unserer Crew? Stimmt. Wir müssen mit unseren Vermunderten sprechen. Ich weiß, dass Geister vor führen. Ja, ja. Hä? Ja, also, wir müssen jetzt wieder hoch zur Klinik. Und das geht, glaube ich, über diese Seilbahn. Und vor x Folgen waren wir da aus Versehen schon mal. Gut, dass wir das alles mal erkundet haben. Schnarch. Jetzt leuchtet sie da wieder ewig. Ja. Mann. So, ich glaube, das war... Oh, jetzt hier Party-Time, ne? Vor der Kneipe. Ja, da kann man das als... Ah, ne, mit denen rede ich jetzt nicht. Ladies sehr viele Freunde machen. Das ist bestimmt so ein Junggesellenabschied da vor der Tür. Was ihr jetzt noch nicht sehen könntet, weil das ja einfach geladen hat, da stand so ein Hinweis unten. Manchmal erhält die Musik Hinweise. Ja. Das heißt, ab jetzt werde ich aufpassen, wenn die Musik sich ändert und denken, da kommt ein weißer Punkt. Da kommt jetzt ein Hinweis. Ein weißer Punkt, ja. Zwischen den Schneeflocken. So, also einmal wieder um den Brunnen rum. Oh, ich glaube, das war so an dem Haus des Bürgermeisters vorbei. Da schwingt sie sich noch einmal um die Laterne rum, weil es so schön war. Das war Singing in the Snow. Singing in the Snow. Pole Dance um die... Laterne. Ah, das ist Dimitri nochmal. Ja, ja, der oder der macht irgendwie Hammer Time oder irgendwas macht er mit den Füßen. Guck mal die Füße, guck mal die Füße. Ist der Sinn. Ja, der möchte Kate beeindrucken, würde ich sagen. Ja, sie macht Pole Dance, er macht Hammer Time. Also, das war bisher schon das Beste, was ich im Spiel hatte. Im Break It Down. Ja. Lalala. Gut, die Musik lädt jetzt nicht dazu ein, hier Party zu machen, aber. Man weiß ja nie, oh, guck mal, der Stalker, der läuft uns schon hinterher wieder. Er muss uns die Moves noch zeigen. Und das ist alles, was ich hinstellen kann. Es gibt nur ein bisschen. Oh, das ist die Hebefigur. Die Linken kann hier auch tanzen. Nein, Dimitri, bitte. Dimitri. Da komm echt hinterher, ne? Da steht ja, ich hab mir das nicht ausgedacht. Irgendwo in Brüssel. So, da ist jetzt kein Bürgermeister mehr, der ist jetzt schon im Bettchen oder in der Kneipe, man weiß es nicht. Der macht Burger. Hallo, helfen Sie mir! Mir folgt ein Stalker! Hallo! So, der Kopf, der muss putzen abends. Beseitigen Sie alle Spuren dieser Vandalen. Das sagt Bürgermeister Buljakin. Achso. Kate, interessiert das nicht, die geht erstmal weiter. Das wieder. Wo war denn hier nochmal? Irgendwo. Der Weg zur. Aha. Was? Meine Liebe, warten Sie! Oh, da komm ich. Der Stalker. Ach so, der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Was ist? Der Bürgermeister. Es gab eine Wendung zum Schlechten. Ein Trupp Soldaten ist in Walsambor eingetroffen. Ich fürchte, diese Miliz ist die rechte Hand der neuen Regierung unseres Landes. Das gefällt mir gar nicht. Diese Leute sind völlig skrupellos. Sie haben sogar die Klinik übernommen. Was? Ja, ich wollte gerade... Wenn Sie erfahren, dass ich Ihnen erlaubt habe, die Schleusen zu öffnen, lande ich zum Bäumezählen in der Taiga oder Schlimmeres. Oh mein Gott, was für eine schreckliche Lage, entsetzlich. Keine Sorge, Herr Bürgermeister. Wir verschwinden so schnell wir können. Wir haben keine Zeit. Perfekt. Aber wenn Sie vorher festgenommen werden, zähle ich darauf, dass Sie meinen Namen da raushalten. Selbst unter Folter. So ist Mission Impossible. Natürlich. Selbstverständlich, Herr Bürgermeister. Sie können auf mich zählen. Natürlich. Ausgezeichnet. Na dann, einen schönen Abend noch, meine Liebe. Ja. Mhm. Empfehlung des Tages, ihr müsst euch alle Mission Impossible angucken. Also Tom Cruise ist sowieso total toll und Mission Impossible ist so der Krönung von ihm. Aber hatte der Tom Cruise jetzt nicht letztens mal einen Unfall? Ich glaube, der hat sich den Fuß gebrochen, aber ganz schön heftig. Ja, ich meine, der ist ja auch schon über 50, ne? Aber der macht ja auch seine alles Stunts selber. Also der erste... Der musst du ja googeln. Ich weiß nicht, ob das von Michael Mann ist. Nee. Von wem ist der erste Mission Impossible? Ach so, nee. Warte mal, ich... De Palma. Von Brian De Palma ist der erste. Der zweite ist von John Woo. Der dritte ist von J.J. Abrams. Der vierte nicht mehr. Und der fünfte wieder. Wer macht den vierten? Ist egal, auf jeden Fall sind die alle cool. Also wenn ihr seht, dass Tom Cruise... an einem Flugzeug hängen und dann der hängt auf einem Flugzeug, also das ist nicht... Ja, der hängt da. Hey, wieso bist du wieder da? Ja, ich habe mich gerade verlaufen hier so ein bisschen, weil ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist doch alles hier
Selbsterklärend. Nee, ja, sicherlich. Ja, hier geht's nicht weiter. Ich war jetzt wieder die Treppe runter und da war der Stalker wieder. Da war ich falsch. Ja, okay. Jetzt kommt er wieder hinterher. So, was ich sagen wollte, bei Mission Impossible ist immer so, dass wenn du irgendwie in Gewahrsam von den gegenüber liegende Kräfte ist, dann dass die Regierung sagt, wir kennen dich nicht. Achso. Ja. Das heißt, was wie MILF oder so. Was? Mission Impossible Force. Also MILF. MILF. Ja. Nicht MILF. Mission Impossible Little Force. Maybe. Ich trinke jetzt erstmal Kaffee mit MILF. Guck dir erstmal. Okay. Dass er die Moonwalkt. Entschuldigung. Mhm. Aber die geht wieder. Also. Ich meine, gut, in den letzten beiden Teilen hat sie es auch gemacht. Mit dem Moonwalk, die Treppe hoch und so. Ich bereue sehr, dass ich früher mich immer lustig drüber gemacht habe, dass die Treppe hoch. Das waren die guten Spiele. Das war, da war ein weißer Punkt. Ich habe es genau gesehen. Oh, jetzt geht sie da erstmal rum. Aber auf jeden Fall oder hier. Oder vielleicht nicht. Ach, Kate, bitte. Was macht sie denn? Das ist so crazy. Das ist so blöd. So, jetzt gehst du mal bitte da rum. Kate, täusch mich nicht. Nicht schon wieder. Jetzt gehst du bitte! Mann! Schwing dich um den Zaun rum. Die guckt sich auch manchmal an. Vielleicht ja. Aha, oh. Ah, the door. Das ging vorher nicht. Nein, so. Ich muss etwas anderes finden. Na gut, zurück. Nee, das nervt schon ziemlich. Oh, eine Kamera. Da ist ja der Hinweis, ich höre es in der Musik. Mein Gott, die Soldaten müssen die Seilbahn aufgehalten haben, nachdem Sarah aufgebrochen ist. Ich muss einen Weg finden, sie zurück zum Bahnhof zu fahren. Oh nein. Und jetzt? Ja, hier ist Ende, oder was? Was mache ich jetzt? Spiel deinstallieren. Ja. Ah, was ist das denn hier? Geh doch mal. Jetzt. Ach, das ist doch doof. Da ist nicht mal ein weißer Punkt. Das ist ja weg. Wir gehen nochmal nach rechts. Da war es auf jeden Fall. Da war auf jeden Fall was. Geh mal ganz nach rechts wieder. Ihr wollt mich doch verarschen. Weiter, weiter. Das ist da das, war Video. Das Video. Oh Mann. Oh mein Gott. Kein Strom. Oh ja, toll. Kein Strom. Super, super. Und wieso, wenn man da näher ist, dann ist das Boot weg. Das ist ja. Ja, das ist so crazy. Das ist so oder? Dumm das ist gemacht. Crazy. Wieso. Ach. Das ist echt richtig dumm. Ja, das ist ja. Das war ja jetzt sehr erfolgreich hier. Achsenkreuzung macht mich wahnsinnig. Achso, hier geht's nicht weiter. Doch, hier ist der Treppe. What? Hä? What? Warte, warte, what? Warte, warte, warte. Wie ist sie da jetzt hingekommen? Ich klicke auf die eine Treppe und sie geht die andere runter. Das war die hat sie teleportiert und jetzt kommt sie wieder. Ja, jetzt kommt sie wieder. Mal gucken, jetzt macht sie irgendwas. Irgendwas macht sie. Jetzt geht sie da. Nee. Jetzt bleibt sie da stehen. Guten Tag. Guten Tag. Gehst du? Danke. Das ist so kaputt. Das ist richtig kaputt. Meinst du, das muss so? Nein, das muss nicht. Ach, guck mal, was ist das denn hier? Die Tür auf. Mann. Richtig gut gelöst hier. Huch. Aha. Was ist das da denn? Ist der Strom. Musst du aber wissen, ne, dass das hier ist. Was? Das musst du abmachen anscheinend. Ja. War richtig stark. Hui. Ja, wir schicken einfach mal den Karren los. Ups, Sasa. Ohne Rücksicht auf Verluste, ne? So. Ein Keil. So. Das ist ja toll. Und noch ein Keil.
Okay. Und noch ein Keil, ein kleiner Keil, zwei große, ein kleiner. Toll. Ich bin quasi begeistert. So, und wo ist hier noch was? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Hm. Nee, hier ist nichts mehr, glaube ich. Ja, okay, dann gehen wir wieder. So, ach, scheiß auf den Karren, ne? Hat jetzt bestimmt keinen gehört, ne, der jetzt irgendwie sich einen neuen kaufen muss oder was auch immer. Ist uns ja egal, ne? Mich interessiert gar nichts, nicht mal unsere Mission. Ich möchte nur das Spiel fertig kriegen. Wie lange macht das Spiel zu Ende? Ich möchte es zu Ende spielen und deinstallieren. Ich möchte... Aber das ist so eine Wohltätigkeit, weil wir das machen, das musst du ja gar nicht tun. Was? Es reicht schon, wenn ja, nur zwei Leben daran... Genau, ihr könnt auch vorspulen, wenn euch das zu blöd ist. Genau. Aber trotzdem auch Gefällt mir klicken. Genau. Ich hasse das Spiel. Ja. Ah, Kiki ist da. Aber ich hasse das Spiel. Genau. So, ja, jetzt haben wir Keile, aber keine Seilbahn. Das ist ja irgendwie auch irgendwie... Weißt du, wofür die sind? Hm. Achso. Achso, oder vielleicht... Ah, vielleicht können wir doch die Tür damit auf Keilen hebeln. Weißt du? Okay. Möglich wäre das, ja. Ja, hier ist alles möglich. Hier ist alles möglich, ne? Kannst du teleportieren und ja, alles möglich. Ja, alles ist möglich. Hi. Ah, deswegen hat er diese Close-Up, ne? Ja, ja, genau. Irgendwas musst du ja damit machen. Aha. Ja, ja, ja. Wrong Zoom. Aha. Okay, jetzt... Genau, das Herz, du Penner. Dass man immer ganz nach hinten scrollen muss, ne? Das ist kleiner Keil. Okay. Ah, okay, guck mal. Jetzt den größeren Keil. Oder das Herz. Ja, genau, das Herz. Ja, gute Idee. So, jetzt nehmen wir den wieder an uns und packen den hier hin. Ah, das macht so Spaß. Nee, das ist der kleine Keil. Benutzen wir hier. Und dann nehmen wir den großen Keil dort, glaube ich. Zack. Den packen wir dann hier hin. Oh mein Gott, so viele weiße... Oh nein, ey, sag mal. Wollt ihr nicht... Hui! Ha! Bam! Haben wir gemacht. Das Glas schlagen können, aber okay. Es ist nein, das machen wir nicht. Guck mal hier. Kein Strom! Ah, das war das, was... Aha, okay, dann ist es doch ein Fehler, dass man das von draußen sehen kann. Das ist das Problem. Ah... Das sollte vom Programmierer so sein, dass du das siehst, wenn du erst im Raum bist. Ja, Ach so. Aber da die nichts unter Kontrolle haben, ist also... Ja, ist auch alles egal. Hui! Ja, kann man nicht den Strom irgendwie mal einschalten oder so? Ist das möglich? Siehst du? Man muss erstmal dreimal um die eigene Achse kreiseln und dann findet man den Stromkasten. Ein Messer hast du. Ein Messer haben wir. Ich glaube, das benutzen wir hier mal. Yay! Oh nein, jetzt müssen wir da hebeln. Bitte. Ach so, hat er schon. Hat er schon gemacht? Weiß ja ganz genau, wie es war. Da ist wieder heben, todsicher. Ja. Aha. Aha, cool. So, jetzt haben wir Strom. Jetzt können wir etwas machen, maybe. Ja, wir können hier den Hebel ziehen, ne? Dann machen wir mal. Seilbahn, komm! Ja, fein ist sie. Ah. Feine Seilbahn, fein gemacht. Ich verstehe alles nicht. Also ich habe verstanden, das war kaputt. Hm. Weil die Soldaten das irgendwie kaputt gemacht haben. Ja, frag mich. Das interessiert mich, mein Geschwätz von vor 5 Minuten. So, jetzt haben wir die Seilbahn geholt. Jetzt, finde ich, können wir mal einsteigen. Oder wir gehen zum Stromkasten. Wo ist denn jetzt hier eigentlich der Ausgang? Mach mich nicht schwach. Ich klicke mal auf die Seilbahn. Vielleicht geht sie dahin. Tatsächlich! Nee, sie geht nach Hause. Okay. Ah, okay. Oh, nervenaufreibend hier. Aha. Genau, steig ein, Kate. Steig ein. Nein? Nein. Jetzt. Okay. Oh, boah. Wow. Sie hat voll die Moves.
Na, und jetzt gehen wir hier ins Führerhäuschen. Und los geht's. Oh, Laden. Ja, das hatten wir auch lange nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Stimmt, wir hatten in den letzten 15 Minuten noch nicht einmal geladen. Ist das nicht? Punkt, Punkt. Aber ich habe einen Witz gelesen. Lass hören. Ein Student fiel in den anderen und fragt: Ey, sag mal, wie spät ist es? Mittwoch. Warum? Nee, lass mal. Ich mach ja weiter. Meine Stimme, kleiner Yukol. Hör auf die Stimme deiner guten Freundin. Kirk, du bist der Führer deines Volkes. Derjenige, der seinen Yukol-Brüdern auf den Weg zu Modernität und Fortschritt bringt. Diese archaischen Züge, die ihr einfach nicht aufgeben wollt, sind nur lächerliche Reflexe. Du musst dein Volk dorthin zurückbringen, wo sie herkommen. Ihr müsst sesshaft werden. Echte Häuser bauen, Schulen, Fabriken. In der Welt von morgen ist einfach kein Platz mehr für ein Nomadenleben. Oh nein! Oh, wie böse! Das wird bestimmt regelmäßig gewartet, ne? Ja. Hallo! Hallo, ich bin hier! Ich bin da. Kuckuck. Aha, Tor ist schon mal offen, das ist schon mal ganz gut. Finden Sie Kirk! Ausrufezeichen. Machen wir. Okay. Dafür sind wir da, eigentlich. Aber, ne, falls man irgendwie dement ist. Oh! Aha! Ein Hubschrauber. Vom Militär. So. Tür. Da ist die Tür. Ich glaube, da gehen wir mal rein. Ist das jetzt gerade aus? Ja. Also. Ich denke schon. Hast du noch einen Witz? Wie war das mit Jesus, der eigentlich ein perfekter Student ist? Der Junge mit 30 noch zu Hause. Hat langes Haar und wenn er was macht, ist ein Wunder. Ist ein Wunder. Ich frage mich, man kann einfach einen Hubschrauber einfach fucking löschen und dafür musst du hier nicht mehr laden oder sowas. Das wäre schön. Aber nicht irgendwelche Scheiße programmieren, damit Gameplay darunter leidet. Oh, der Böse mit der Augenklappe. Ah, Captain Cobra. Genau, das fällt auch gar nicht auf. Mit den Heiligen. Wenn die Amerikanerin kommt, Oberst? Wenn sie versuchen sollte, ihren Nomadenfreund zu retten, neutralisieren sie gewaltfrei. Wir müssen sie der amerikanischen Justiz möglichst unversehrt ausliefern. Ah, ja. Und der junge Nomade? Olga Jefimova kümmert sich um ihn. Während meiner Soldatenlaufbahn habe ich viele Menschen getroffen und Dinge gesehen. Und Feldwebel? Dr. Jefimova macht mir Gänsehaut. Mir auch. Soldat. Mir auch. Ich kann nicht weg, solange sie noch da sind. Und mit denen fertig zu werden? Weiß ich nicht. Die Leute gucken nicht mehr. Ah, ich wusste nicht, wofür er den Punkt stellt. Ja, ich auch nicht. Deswegen wollte ich es untersuchen. Kommen Sie an den Soldaten vorbei. Was macht sie denn da? Und tschüss. Hä? Das war's. Hä? Also ich soll da irgendwas mit benutzen. Aber ich habe eigentlich nichts, bis auf das... Aber bevor wir das machen... Ach ja, dann speichern wir. Und sehen wir uns nach dem Laden-Ding. Juhu! Also jetzt. Nee, in der nächsten Folge. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Tschüss.